1974 österreichischer Meister. Gegen den FC Barcelona wehrt sich die Föstelf im Meistercup mit Füßen und Händen. Tor oder nicht? Seit damals ging's bergab. Zweimal wurde man kurz darauf noch Zweiter, aber in den letzten Jahren entwickeln sich die Linzer zu der Fahrstuhlmannschaft schlechthin. Kein österreichischer Club pendelte so oft zwischen erster und zweiter Division. Im Vorjahr dank des Hugo Sanchez-Coups steigt der FC Linz wieder einmal auf. Doch das Feuer von damals hält wieder mal nicht lange. Sporadische Highlights wie ein 2:0-Sieg im Herbst bei Austria Salzburg. Doch um vom Tabellenende wegzukommen, gibt's Trainer sowie Spielerwechsel. Wobei den Linzern auch das Verletzungspech übel mitspielt. Trotzdem gibt man sich optimistisch. Aber wer steigt ab? Wir nicht. Bisher sah es im Frühjahr allerdings schlecht aus. Denn die Linzer hatten zumeist vom Beginn weg ein bisschen die Hosen voll gehabt. So wurde der einzige Sieg 1997 am grünen Tisch errungen. Es sieht nicht gut aus für den FC Linz. Ja, vielleicht klappt es heute mit einem Sieg gegen den GAK.